Oh Gott, Marisa gegen Marisa. Hallo. Ein Turbo-Hacker. Oh, der ist Platinum schon. Ein geiler Typ. Mal gucken, ob es nochmal so wird. So viele dumme Fehler gemacht eben. Was? Ich hab da auch gegriffen. Lässt mich raus? Bullshit. Ah, dass der Tech Throw nicht geklappt hat. Hab doch gedrückt, hab ich. Nein, das ist seiner, das ist seiner. Scheiße. Schaffen können. Bessere Marisa, du Sack. Ich habe greifen gedrückt. Kick. Oh nein, aber. Was ist das? Mann, ich hab's verkackt! Ich wollte den Dreier machen, Mann! Oh ja, ja, Kombo mich. Nudel. Und ich hab den Ult nicht rausbekommen. Kacke. Oh, ich hasse mich dafür.
Mann, ey. Na, ah, ich komme nicht aus dieser räudigen Ecke raus. Ah. Ist wohl nicht so gut. Geht gut. Es fuckt mich so ab. Vor allem, ich hatte ja alle Zeit der Welt. Er war gestunt. Und ich hätte einfach zwei scheiß Viertelkreisdrehungen und Kick nach vorne machen müssen. Der wäre tot gewesen. Aber nein, ich weiß nicht, was ich mir da zurechtgelenkt habe. Ah. Oh Mann. Das war ein Platino, also war gut und so, alles schön, ne? Aber den hätte ich halt packen können. Unter gewissen Umständen. Aber wenn ich meine ganzen Chancen waste. Ja, gut. Hab ich halt verkackt. Oh, scheiße von mir. Hallo, lächel. Hauptsache, ah, sein. Sei ja dann schneller, okay, ist cool. Du musst da raus, ey. Danke. Er macht sich zweimal hintereinander. Falsch gedacht. Das ist ein Zweier, ja, ne? Oder ist das schon der Dreier? Oh, es fühlt sich wieder Dreier an. Ich glaube, das war der Dreier. Nein, das wollte ich nicht! Ah, ich warte nicht so lange. Ich glaube, ich habe zu spät angefangen. Ich lock gleich mal meinen Spotten-Button. Das kann ich im Controller machen. Nach der Runde. So, jetzt. Ist gelockt. Ja, ich wusste, dass du werfen willst, aber ich konnte nichts gegen machen. Verkackt. Ja, okay. Geht gut. Hallo, Street Fighter 6, wann?
wen außer Cammy würdest du spielen? Oder gibt es nur Cammy? Und Marisa. Ist die gleiche? Hat sich jemand den Namen gemerkt? Einen Monat. Okay, das ist okay. Damit kann ich ja sogar leben. Höchstens noch Juri. Okay. Nee, ist ein anderer, ne? Nee, der vorne war Platinum. Lustig. Sehr defensiv. Da muss ich ein bisschen umstellen. Nein. Kann er kommen sehen. Oh, den Zweier dafür schon. Ist ein bisschen früh, ne? Oha. Oh, ist ein Kernte. So weit reicht das? Oh, dass das durch den Impact durchgeht, das sollte ich eigentlich wissen. Ich spiele ja Marisa. Ich wusste sogar, dass ein Throw kommt, aber ich war kacke. Yes! Yes! 100 LP! Pour moi! So, kann ich auch tun. Ja, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Ich will das mal machen. Das geht ja nicht. Yeah.
Lad auf, den kannst du aufladen, Diggi. Lad den doch auf. Macht mehr Schaden. Wie viel habe ich? Ich habe da richtig viel. Ah, ich wollte die Kombo, die ich vorhin geübt habe, machen. Hab's aber nicht hinbekommen. Oh, scheiße. Oh. Wisst ihr, wo ich den Middle Punch mache und dann den Kick und dann den Ultra Super Art Stufe 2? Aber ja, ich habe den nicht schnell genug rausbekommen. Ich muss kurz nochmal gucken, ob der hinten mit Punch oder mit Kick war. Ich habe jetzt eben Kick gelenkt. Oh Gott, wo war das? Hier war das. Zweimal nach hinten Punch. Okay, ja, gut. Dann war ich dumm. Ist krass, oder? 150, also du kriegst ja für Consecutive Wins kriegst du extra LP. Und da wir jetzt gerade 4 Siege hintereinander haben, sieht das halt richtig nice aus, punktetechnisch. Boah, Leute, ist so warm, ich muss gleich gucken, ob ich irgendwo ein Fenster schließen kann. Öffnen kann. Schließen? Ich weiß nicht, was cooler, wenn draußen warm ist. Okay, ein Platinum Ryu. Ryus sind gefährlich. Ich finde, Ryu braucht in dem Teil einen Bart, sonst ist es irgendwie komisch. Ich bin ein Idiot. Ja, klar, jetzt haut er alles raus jetzt. Ganzes Portfolio. Ich hätte gewinnen können, ich war dumm. Hua! Scheiße. Yes! Yes! Geil! Leute, wenn ich jetzt gewinne, it means Platinum. Oh. Macht er mir nicht so leicht dann. Das spielt nie wieder mal. Ich mag, wie du denkst, alle. Oh, da hat er richtig schnell reagiert, ohne Scheiß. Krass. Guter Typ. Ich hätte sie komplett durchziehen können. Komplett. Ja, mach. Waste deinen Dreier. Das wäre geil. Ich sollte meinen jetzt nicht mehr benutzen in dem Kampf, damit ich den in der nächsten Runde habe. Ah.
Oh, was? Ich, den wollte ich nicht machen. Yes! Das wusste er bestimmt nicht. Oh nein! Ja! Ha! Gesehen, dass alle im Story-Modus Modern-Steuerung haben? Nee, ist nicht normal. Du schaltest aber erst nach dem ersten Kapitel Klassik-Steuerung frei und musst dann umstellen. Und du meinst im World-Tour-Modus, ne? Fick mich, jetzt kriegt er mich. Oh, warum? Wie konnte ich das verkacken, ey? Nein, das wollte ich auch nicht. Oh Mann. Der kam aus Versehen raus, Leute. Ach, fuck, die Runde habe ich verkackt. Ein so ein dummer Fehler und es ist direkt RIP, ne? Nee, nee. Nico tiltet. Verlernst du noch am Ende klassisch, weil du World Tour spielst. Tatsächlich spiele ich World Tour auf Modern, einfach weil mir das richtig wumpe ist. Aber ich merke das, danach muss ich erstmal wieder trainieren, weil der Skill weg ist. Aber du kannst alles auf klassisch spielen im World Tour. Und Kapitel 1 geht ganz schnell vorbei, dass du das einstellen kannst. Änderst mal den Namen Twitch auf Bronze. Ja, jetzt kommt die D-Rank-Phase. Oh, wir waren so kurz davor. Hallo. Guzu, Guzu. Oh Mann, ich bin dumm. Oh Mann, ich weiß doch, Jump in und dann... Nee, der kriegst du mich jetzt nicht. Okay, ich dachte, es wäre ein aggressiverer Ken. Ich habe auf einen bestimmten Move gewartet, den mir angezeigt hat, dass ich den punishen kann. Aber der kommt hier nicht. Der kommt hier nicht raus. Shit! Das war's, oder? Nein, ich bin... Oh! Oh! Komm, mach nochmal einen Jump in. Diesmal habe ich dich. Oh, warum? Ich habe die Combo verkackt. Ich hasse mich schon. Nee. Ah, oh, ist nicht mal so krass, aber ich bin richtig schlecht. Ich bin richtig schlecht. Ich bin so schlecht. Muss mal ein bisschen getrunken jetzt. Ha! Ich meine, ha. Forward!
Ja, ey, mach das noch einmal, Alter. Ich finde deine IP. Gegen was ich gar nicht gerne spiele. JP, Dalsim. Oh Mann, ich muss meinen Drive Impact irgendwie mal besser timen. Ich fand den nicht gut. Oh fuck. Da, schon wieder. Ich hätte werfen können, Drive Impact, irgendwas. Ich bin zu langsam. Oh, jetzt ist er auch zu selbstsicher. Das pisst mich an. Jetzt muss er wenigstens eine Runde verlieren. Jetzt findet er sich zu geil. Das will ich nicht. Oh, schon wieder derselbe Schmutz und ich bin wieder reingerannt wie der letzte Alpha-Idiot. Na, seiner, seiner. Und ich krieg jetzt einen Dreier ab, wahrscheinlich. Ja, easy. Ja, fuck, zu langsam. Was habe ich zu verlieren? Jetzt kriegt er meinen Dreier. Jetzt muss ich irgendwie ein bisschen Pressure aufbauen. In den letzten paar Sekunden. Yes! Oh! Nico kann unter Druck nicht spielen, fängt an Kacke zu werden. Ach shit. Oh. Oh. Oh Mann, ich habe den Jump-In gesehen, aber ich konnte nicht reagieren, weil ich alt bin. Oh, und hier war ich zu schnell reagiert. Yeah.
Marisa wins. Ha! Wer hätte das gedacht? Oh, dass ich den noch pack. Oh. 200 LP noch, ne? Schaffen wir das? Oh, bitte gib mir irgendeinen, der noch nicht gerankt ist, super kacke ist, sein erstes Match überhaupt hat und gegen mich muss. Ich kann nicht damit leben, dass er Bronze ist, aber vorerst ja. Oh nein, es ist eine Manon. Manon ist Alpha. Oh, stressig. Oh, laggy, ehrlich? Also das ist ganz schwer spielbar. Nee, da wusste ich nicht alles drauf. Reicht das schon? Nee. Nächstes Match. Wenn ich das gewinne, dann hab ich's. Ja, okay, ich finde die Verbindung jetzt kacke, aber ich habe eine Gewinnchance. Ah, shit. Jetzt geht gut jetzt hier bestimmt. Oh, was? Okay, aber schnell nach vorne. Sehr überraschend. Nee, krass. Jump in, machen Jump in. Nee, macht sie nicht. Sie ist klug. Sie macht das nicht. Aber jetzt! Das war's für sie. Also Leute, Platinum erreicht! Wie finden wir das? Geil! Das ging ja schnell. Oh, oh, Platinum. Na, wenn das mal nicht 20 Subs wert ist. Oh, oh. Lass ich das so stehen und spiele jetzt Tales of Symphonia oder soll ich weitermachen? Was sagt ihr? Ne, weil das Ding ist, solange ich noch eine Siegesserie habe und halbwegs warm gespielt bin, sollte ich ja nicht irgendwie meine Siegesserie selber damit verbauen, dass ich Pause mache. Also probiere ich das jetzt nochmal. Here comes a new challenger. DJ! DJ ist ein guter, verdammt starker, krasser Charakter und jeder, der den spielen kann, kriegt schon mal Props von mir. Fight!
No. 21 Hit kommen, Digga. Wow, oh, nur 51. Ab hier gibt's keinen Siegesserienbonus mehr, kann das sein? Ernst, Digga. Okay, wenn man aus dem Modus raus ist, kriegt man erhöhten Chip-Damage, ne? Ja. Okay, also für den Sieg haben wir 51 LP bekommen, für die Niederlage 40. Also ab hier zu ranken wird mega schwerer. Ja, okay, okay, okay. Die eine Kombo, die er kann, ne? Die hat aber richtig aussehen. Hey, hey. Also die kann er. Ja, jetzt geht er.
Abstand so nervig. Da fehlt ja nicht mehr viel. Ja, schäm dich. Schäm dich für das Finale hier. Ah. Das ist natürlich immer mit Marisa schwierig. Deswegen sage ich auch Ballteam und alle, die irgendwie JP, die nur komplett auf Fernkampf gehen, das ist wild. Das ist immer heftig. Aber ich finde gar nicht so schlecht geschlagen fürs erste Platinum-Match. Dann gegen DJ, das heißt, das Matchup hat man relativ selten. Bin ich zufrieden, ist okay. Läuft. Oh. Ich glaube. Fadet. Hab ich's für heute? Scheiße. Oh, ich bin nicht rausgegangen. Ich wollte raus. Oh, es ist nämlich viel zu warm für irgendwas, ey. Ich bin gespannt, eine gute Lilly zu sehen jetzt. Das ging schon mal. Das war schon mal okay. Oh. Ja, vor allem, es fehlt ja gar nicht viel, dass ich zurückfalle, weißt du? Es geht ja schnell jetzt. War sie so ein bisschen nervig auf Abstand. Sieht fast aus wie gegen dich. Für sie. Mach deinen Dreier, mach den Dreier. Ja, los, komm. Ne, jetzt haben wir Zweier. Den Dreier gemacht, jetzt gewonnen. Na ja, gut. Wahrscheinlich wollte sich den noch aufsparen. Weiß ich nicht. Aber ich wollte ihn jetzt gern mal sehen.
Na, ein Glück! Das lief ja gut. Also jetzt auf zu ranken wird unangenehm. Muss aber dazu sagen, ich schlage mich nicht schlecht, um mich mal selber zu loben. Oh, kann ich abbrechen? Kann ich raus da? Shall we begin? Give me your best shot. Round one. Fight. Ich hasse Dalsim! Oh! Ekelhaftester Charakter im gesamten Spiel, ey. Alter. Was? Oh, ich hab nicht geahnt, dass der Move noch läuft. Alter, ich hasse ihn so viel. Fucking Dalsim. Ich hab's heute noch gecallt, dass er meine Nemesis ist. Der geht hoch. Ich weiß nicht, was das war. Boah. Oh. Round one. Fight.
Seine Light Punches hat er drauf, ne? Oh Mann, ey. Ich habe einfach nicht die Geduld für dieses Yoga, Yoga, Yoga. Yoga Lane. Digga, es macht so wenig Spaß gegen Daisy, ne? Oh, wie ich ihn hasse. Und ich hasse ihn seit Teil 2. Das ist kein neuer Hass. Das ist nichts, was jetzt irgendwie seit Street Fighter 6 da ist. Das ist langsam und stetig immer weiter gewachsen, dieser Hass gegen fucking Dalsim. Und ich weiß auch nicht, was man für ein Mensch sein muss, um Dalsim zu spielen. Hätten wir uns alle kollektiv darauf geeinigt, den Typen nicht zu spielen, dann hätten wir den nicht mehr. Dann wäre ich den jetzt los. Ah. Ich möchte das Outfit von Ryu bitte mit Bart. Ja, okay, der kann das. Da muss ich aufpassen. Oh, sehr, sehr reaktiv hier. Das ist ein Goodie. Ein Goodie ist das. Oh. Ich hatte gedacht, er würde werfen. Hat er nicht gemacht. Oh. Hau mich, hau mich, hau mich! Ja, der weiß es besser. Pop! Real Patendo, wie geht's dir? Du Schnuffelpeter, du. Hast du eigentlich, seit du so sexy bist, also du bist ja immer sexy, aber seit du dein neues sexy Ich entdeckt hast, jetzt nochmal gestreamt? Fuck. Hat er nicht. Der ist bestimmt noch minderjährig. Sonst hat auch keiner so eine gute Reaktionszeit. Ist krass, ne? Also wie schnell der da auf irgendwas reagieren konnte. Heavy. Krieg ich nicht mehr hin, bin ich zu alt für. So kurz. Nein! Komm, ich brauch nur einen fucking Light Punch. Let's go! Oh! Nein, Mann! Okay, Fokus! Fokus! Oh, ich bin so ein Pumpernickel, ey! Ich war so nervös! Das war ein Setup, das hat er geplant.
langer Kanüle. Okay, okay, Digga, geh all in. Er hat jede seiner Leisten verbraucht. Er wollte mich wirklich tot sehen, er hasst mich. Cormier, was ist das mit uns? Ich dachte, das ist was Besonderes. Ja, das hätte ich wissen müssen. Nee. Oh, ich muss aufpassen, ich rank runter. Oh nö, das war schon. Oh, vor allem so knapp. Okay, Leute, neues Ziel. Gold? Gold 5? Schaffen wir, ne? Schaffen wir. Gold 5 schaffen wir. Oh Gott, Zangief? Gegen Zangief, ne? Zangief? Keine Ahnung. Okay. Dalsim, Dalsim, Zangief. Der verfektet mich. Ja, das kann ich alles nicht machen, weil er immer reingreifen kann. Bei jedem. Schmu! Oi, 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 oi. Oh, der hätte ich noch kicken können. Oh, hat der einen langen Kick. Das andere wahrscheinlich auch. Geh weg! Ach, so eine ist das Modern! Modern mit Zangief! Ja klar, dann ist der Scheiß ja auch fucking einfach mit ihm. So, jetzt heißt gesagt. Grappler in Modern ist mega gefährlich. Weil die müssen sich null Mühe geben für ihre Scheiße. Drücken eine Taste und dann haben sie 720 Grad Drehung gelenkt. Ja, so dumm. Ja, ja, trifft er nicht. Die Tänzer im Hintergrund sind nice. Ich muss sagen, habe ich nicht drauf geachtet. Aber generell, die Maps sind alle echt schön. Du Penis. Ja, brauchst du jetzt den Kumpel. Ich sag's euch, Zangief in Modern ist schlimm. Aus Plattouts wird Goldouts.
immer machen, Alter. Was ist das? Ich trau mich bei ihm auch überhaupt nicht ran, ne? Ja, der trifft. Nee, trifft nicht. Ja, ja. Aber das ist das, was ich beim letzten Stream meinte. Das ist das Problem, was ich mit Modern spiele da habe. Also per se finde ich es ja gut, dass jeder eine Chance hat, das zu spielen. Man hat übrigens einmal einen Rankschutz. Das heißt, wenn ich jetzt verliere, bin ich runtergerankt. Aber ihr seht halt, dass wenn man einen fucking Grappler spielt, sowas wie Zangief, und man ohne Mühe jeden 720-Grad-Wurf raushauen kann, dann ist das ein Vorteil, den man sonst halt nicht hat. Weil lenk mal zwei Umdrehungen und drückt dann Punch und time das Frame perfekt. Die müssen nur so, plapp, und das war's. Ne? Und das ist halt, gerade bei solchen Grapplern ist das ein immenser Vorteil. Oder auch bei Charakteren wie DJ, ne? Wenn du irgendwie so einen Move immer zwei Sekunden gefühlt aufladen musst, bevor du ihn rauskriegst. Da weiß ich nicht, wie ich das finde. Weiß ich noch nicht. Ah, ist ja kack, ich würde meinen Super Art ansetzen als Konter. Ist mir nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen. Oh, es wird wirklich Gold. Also ich glaube, wir sind jetzt bei Goldouts. Oh Mann, hör auf mit dieser Fick-Scheiße, Mann. Ich hasse es. Diese fucking Projektile immer. Und dann nicht einmal, sondern zweimal, dann dreimal. Ich hab's verkackt. Marisa wins. Oh, wir sind wieder ein bisschen vom Losen geschützt. Das wollte ich gar nicht. Habe mich verlängert. Habe mich verlängert. Das war mein Ende. Das war doof. Thank you.
Ah, fick. Hau gegen, hau gegen! Ah, macht er nicht. Nee. Oh. Hab ich auch noch einen Rank-Down-Schutz? Echt? Da kommt dazwischen hauen. Oh, wie schnell sein Angriff da rauskommt. Ich muss raus aus der fucking Ecke, ey. Die Ecke ist so gefährlich in Teil 6, ne? Oh Mann, mein Timing war schlecht. Das war's. Dreier. Ja. Oh. Aber wir sind immer noch Platinum. Ich darf jetzt nur nicht mehr verlieren. Oh Gott. Der Damage aller. Hart, oder? Oh, Chun-Li ist heavy, weil die ultra schnell ist. Und sie kann sehr schnell hintereinander kicken, was die ganzen Moves von Marisa bricht. In den Move kannst du reingreifen, einfach so. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Das wäre so ein Neutral Jumper, aber ne. Oh, ich hätte gerade meinen Faustkick nur aufladen müssen. Ich habe zu früh released. Ja. Ja. Das Wichtigste ist, dass wir sie gebrochen haben.
macht nämlich einiges leichter, allein schon für den Chip Damage und dass die dann den Drive Impact nicht mehr einsetzen kann. Oh, verkackt. Sehen, aber konnte nicht reagieren. Kacke. Oh, oh, schöne Falle. Kann ich auch. Oh, die hat den Dreier ready. Ich muss jetzt aufpassen. Den ich gepunished habe, ne? Ich wusste halt nicht, wann ihr Dreier aufhört, wann ich reinhauen kann. Ich wollte nicht reingeraten in den Move. Das habe ich ja noch mal retten können. Uiuiuiui. Das habe ich noch mal retten können. Ich fühle mich so unsicher auf Platinum 1. Wenn ich wenigstens so Platinum 2 hätte, da habe ich nicht permanent diese Angst, dass ich komplett aus Platinum rausfalle. Ist aber ein anderer als der von vorher. Klassikspieler. Sein Titel 360 Grad. Der spielt sogar klassisch. Ramen halt. Wir schmecken. Oh! Ja! Geil! Das wollte ich sehen. Okay.
wenn er einmal hat mit seinem Wurf. Nice, gute Runde. It is body of iron. Oh! Was? Ich war viel zu weit weg, Digga. Ist das schon der CR? Nee, ne? Oder? Ist das mein CR? Wenn die Faust nur ins Gesicht geht, dann ja. Ja, und dann umdrehen. Yes. Der Schmerz! Es tut so weh! Oh, yes! Bitte gewinnen Sie! Ich probiere dies. Fuck, der hat es jetzt so selten gemacht. Also wenn er einen hat, dann hat er einen aber auch, ne? Also dann ist... Oh, Nippel. Ja, Laria, damit muss ich rechnen. Das war's. Ich habe das Gefühl, das war's jetzt schon. Ich habe mein CA nicht rausgehauen. Aber nicht zu null, das ist okay. Zangief ist aber auch ein Knüppel, oder? Alter Falter. Das ist ein richtiger Wildling. Oh. Marisa! Zwei davon, sie hat bestimmt das andere Outfit, ja. Ja, ich war zu greedy. Ich dachte, sie haut rein, dann würde ich kontern.
Bitte werden Sie aufgrund Ihrer Herausforderung stärker. Das klappt. Verkackt! Oh, shit! Weil ich zu lange bei dem Move gewartet habe. Oh! Sieht's nämlich fucking aus! Oh. Entschuldigung! Ah.
Da, hast du deinen scheiß Platinum 2 Pick. Oh, ist mir aber warm. Gottes Willen. Gottes Willen. Oh. Ich kann nicht mehr. Oh nein, Jamie. Jamie sehe ich selten bis nie. Richtig, ich habe schwitzender Boy. Ich sag's dir, es ist echt so. Okay. Ich habe halt keine Ahnung von seinem Piss, den er jetzt alles kann. Ehrlich? Nicht normal. Oh, shit. Shit, 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 shit. Hit the Reno. Sind Dreier, ne? Ja, das war's. Das wäre meiner. Bringt er sich schon alles an. Wenn er 4 Flaschen getrunken hat, dann wird er halt schlimm. Dann kriegt er seine ganzen Moves. Ist das ein Command Throw oder was? Shit. Ja, das raff ich auch nicht gerade. Ich habe selber werfen gedrückt, warum es nicht wenigstens ein Tech Throw wird. Der Charakter ist nice. Also, der wäre mir lieber, wenn er immer betrunken wäre. Aber der ist auch tatsächlich relativ kompliziert zu spielen. Also, man muss sagen, der war auch gut. Es ist halt immer schwierig, wenn man ein Matchup irgendwie selten hat. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch Geil relativ selten gehabt. Kimmy habe ich auch schon oft nicht mehr gesehen, irgendwie. Okay, irgendein Kommunikationsfehler. Here comes a new challenger. Blanca-chan. Yeah.
Ja, Mann, ich das ich bin zu langsam mit diesem Wurf. Das jedes Mal geht mir das so beim Blanker. Ich krieg's nicht hin. Alter, ist er schnell. Sie in der Siegesserie. Oh. Die muss ich doch beenden. Das geht doch nicht. Der ist schlimm. Der ist ganz schlimm. Oh. Shit. War ich zu greedy. Wie die Würfe so aus dem Nichts kommen, das macht mich fertig. Hardcore wild, hardcore wild. Ah, fuck, der hätte ich Kombo ransetzen können. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich treffe. Dass er wirft! Ich wollte Tick throwen und war zu langsam, weil ich fucking alt bin. Und der ist bestimmt 3 oder so. Der hat noch hardcore die Reflexe. Oh! Ja, der war gut. Der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Okay, Boomer. Ahn, wie alt bist du noch gleich? Oh ey, schon wieder ein Blanker? Aber Castlevania-Fan wahrscheinlich. Guck mal, ist das schon mal was. Der fucking Command Throw Shit. Nee, das war fucking dumm. Mein Kollege, der davor war besser. Das habe ich nichts hingekriegt. Alles, was ich gemacht habe, ging irgendwie ins Leere. Weiß auch nicht.
Du bist 6 Jahre alt, an. Au. Das sollte keine Rechenaufgabe sein. Dann schreib's nicht wie eine! Oh, das ist der zweite da nicht geklappt hat. Oh Mann. Ah, wir sind gleich alt. Warum siehst du denn nicht so verbraucht aus wie ich? Oh, was? Ja, lustig. Ich gehe davon aus. Das hört man ja auch an deiner jugendlichen Stimme. Yes! Oh. 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 Alter Verwalter. Und dann geht's so von 0 auf 100, ne? Heute noch kann. Ein paar Matches meine. Aber ich habe schon Müdigkeitserscheinungen, ja. Ja, dann 55 sieht man aus wie 75. Here comes a new. Oh, Marisa! Eine neue oder dieselbe? Nee, kenne ich nicht. Round 2. Fight.
Die Runde nehme ich. So ein Sendbar. Und bis dahin gar keiner was? Nein! Yes! Marisa wins. Hau rein, hau rein, hau! Oh, shit. Ich wollte... Boah, dich! Ich wollte das kontern. Ja, gut. Das war schnell reagiert, Digga. Respekt. Ach, ich komm noch nicht raus. Ich hätte meinen Superart nicht verschwenden sollen, weil ich mir jetzt noch gehabt. Nein, was? Wer startet denn? Mit einem Superart, ey. Digga, was war das denn für eine Welle an Light Punches? Ich hab doch geworfen. Warum ging der nicht? Normalerweise hältst du doch einen Schlag aus. Nur Psychopathen, also ich kann dir eine halbe Stunde Gesellschaft leisten. Ja, komm, machen wir ein paar Runden. Oh, eine Yuri, Feed Porn. Geil. Nee, Füße fühle ich nicht. Digga, wie viel hatte sie LP gerade? Ja. Ah, 13.000. Ah, doch nicht so. Jo,
gar nicht mehr hot. Yes! Oh! Oh, ich hab die Combo verkackelt! Meine Inputs! Yes! Und der will Platin sein? Dankeschön. Es ist immer best of three, also noch kann alles schief gehen. Dein Ding ist doch alle! Dein Ding ist alle! Ja! Hab ich gesehen! I saw an opportunity! Au. Oh. Geht der letzte auch rein? Ja, okay. Nice, ah, let's go. Nice. Yes! Voll in die Fresse! Ja, das, ich glaube, das war's für heute. Ich schreist nur so. Ja, du spürst das gar nicht, Pat. Was das mit einem macht, ja? Das ist diese Emotionas. Das ist wirklich, das ist in mir drin, ganz tief, wie du, als du hier warst. Es war wirklich. Oh, warte, hier ist irgendwas los. Felix? Es ist, Leute, wir haben heute über Felix geredet. Es ist Seelenpanakt. Ich glaube es nicht. Du süßer Pakt. Es ist, Leute, wir machen jetzt mal einen Shoutout für Seelenpakt, weil der Boy ist kein Affiliate, weil ihn niemand guckt. Und es ist super traurig. Haben wir traurige Musik, die wir einblenden können? Ich guck ihn. Außer Harle. Harle guckt ihn. Und manchmal auch, aber es ist zu wenig. Deswegen machen wir jetzt einen Shoutout für Seelenpakt. Denn mit dem Seelenpakt, dem Felix, dem nicht OG-Felix, sondern der Harle den Namen geklaut hat, mache ich relativ viele Let's Plays. Wir haben die Road to Halo Infinite gemacht und jedes Halo-Spiel prior to Infinite durchgespielt. Um den Infinite-Hype zu hypen, ja, um dann festzustellen, um Infinite Co-op zu spielen. Um Infinite direkt. Co-op zu spielen, was nicht ging, und dann war das noch Kacke.
Wir haben so viel Zeit da rein investiert und Energie und Vorfreude. Oh Mann, oh, ich habe mein Leben verflucht. Hat das eigentlich mittlerweile Koop? Weiß ich nicht. Ich habe da nicht mehr reingeguckt. Nee, und der Felix, der streamt auch, der streamt viele coole Dinge. Kingdom Hearts. Mit Level 1 durchspielen und so ein Shit hat er gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Aber nie sonntags gucken. Sonntags ist immer scheiße bei ihm. Nee, sonntags ist da Getnik mit dabei. Das ist, ich verstehe auch nicht wieso, weil die haben letztes Mal Resident Evil 5 gestreamt, ja? Und das hätte er ja auch mit mir machen können. Weil mit mir streamt er dann Dead Space 3, ne? So, aber es hätte auch Resi 5 sein können. Aber, falls ihr euch hier wohl fühlt, wenn das der Fall ist und ihr gerne auch mich weiter gucken wollt, dann ist das genau der richtige Weg, auch zu Felix zu gehen. Weil Felix wirklich guten Content macht, sympathisch ist und aus irgendeinem Grund leider nie entdeckt wird. Obwohl alles, was er macht, wirklich Hand und Fuß hat und er ist sympathisch und euphorisch dabei. Und ich gebe ihm das Pardautsche Gütesiegel. Dafür stehe ich mit meinem Samen. Der Name, der Felix. Aber Road to Infinite war ziemlich toll. Du bist ziemlich toll. Ja, Leute, das mein Wort zum Sonntag, Felix. Was ist heute eigentlich Mittwoch? Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag. Zeit. Was ist Zeit? Wie einst Blind Guardian schon sang. Ja, ich habe nichts mehr. Hast du noch was, Harle? Nö. Nö, ne? Es war mir ein Vergnügen. Ich werde euch nun entlassen.